Hallo und willkommen bei Seite Gaming, heute natürlich wieder mit einem Info-Update zu Rainbow Six Siege. Und zwar hat Ubisoft, wie schon vermutet, den zweiten Teaser für den Operator Echo vorgestellt. Leider ist das Video wieder mal recht kurz gehalten und wir haben eigentlich kaum neue Erkenntnisse, was die Drohne oder sein Gadget betrifft. Die einzige Info, die wohl für uns neu ist, ist die Kamera der Drohne. Und zwar ist alles ja wie ein Nachtsichtgerät in grün gehalten. Und ja, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das jetzt irgendwelche Vorteile auf irgendwelchen Maps bringt. Kann es mir jetzt so nicht vorstellen. Aber gut, das wird sich ja noch zeigen müssen. Im Video sehen wir leider auch nur, wie Echo ja die Drohne eigentlich vorbereitet, sie platziert und ja, zum Fliegen ansetzt. Aber das war's dann auch schon. Darum vermute ich mal schwer, dass wir die ersten Drohnenflüge erst beim Livestream bei der Vorstellung am 13. November sehen werden. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Schauen wir uns nochmal den Teaser an und anschließend bin ich für heute raus. Euer SciTech und ciao.